Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. So, wir sind hier beim Theater in der letzten Folge gelandet. In der jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Kunstschwert da kriegen. Wo ist sie denn? Da. Bei dem Irina. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück zu Rittersporn. Ich bin ja wirklich gespannt, was er jetzt damit vorhat. Also ich habe da so eine Vermutung, er will da wahrscheinlich hier wieder der Madame imponieren. Und wir sollen ihn mit dem Requisiten dann verprügeln oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Aber das werden wir ja dann sehen. Bin gespannt auf seinen Plan. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. So, hier? 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 Ja, hier. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort... Okay. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Okay. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Ja. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Tag soll dich freuen, da du geboren wurdest. Los, Rittersporn! Ich bin getroffen! Ins Haus! Rasch! Da kriegt ihr uns nicht! Feuer! Was ist uns? Lass Dieser Bösewicht läuft gleich weg! Ich bin sicher! Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ja, alles klar. Oh mein Gott. Was für ein Laientheater. Oh. Ich hab schon Tränen in den Augen, ey. Aber ich weiß nicht, vor Freude oder vor Schmerz. Oh. Also ich habe meine Rolle gut gespielt. Scheiße. Naja. Bin ja gespannt, ob sie auf den Schwindel jetzt reingefallen ist. Ich kann es ja nur hoffen für ihn.
Ah, die Pfeifen, die hängen immer noch hier rum, ey. Na, dann müssen wir mal meditieren. 4 Uhr, ne, machen wir mal hier bis früh um 8. Das ist schon okay. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Ich soll in... Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Och Mensch, ey. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Unsere Leben kreisen jeweils um die Bühne. Und Kabarett ist ja eine Art Theater. Gut, nehmen wir die Theaterdekoration. Ich hoffe sehr, dass ihm das zusagt. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasenbohren. An die Arbeit. Na, jetzt bin ich ja gespannt, ey. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Ah ja. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tu ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut. Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Ah, schön wieder. Ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Naja. Das war ja wieder mal klar, dass er wieder irgendwie in einer Zwickmühle ist oder so. Er kann sich ja aus keinem Ärger raushalten. Er zieht ihn ja magisch an. Naja. Es war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Mal sehen. Mutter. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten.
Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Oh. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Ah, na gut. Gut, suchen wir den Schlüssel. Wir haben keine Monster. Trinken wir, es wird schon Abend. Nicht hier. Aha. Der Schlüssel. In einem leeren Eimer. Was gefunden? Natürlich. Überall Finsternis um mich herum. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Na? Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. So sieht er aus. Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Rubio hat die alte Version gefunden.
verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Warum mache ich das immer? Naja, gut. Ist schon besser, als Ärger mit einer Frau zu haben, ne? Geht man sich lieber mal kloppen. Mal sehen, was der Herr Rautleck da fabriziert hat. So. Klang wie so eine Katze. Hier. Mist, ich komme zu spät. Ist das der Herr Rautleck? Huch! Hallo? Kann man helfen? Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der Halbenstadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch, ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Das wirst du bereuen, Mutant. Komm schon. Komm näher. Was wollt ihr denn? Du wolltest mir jetzt sagen, dass ich hier nie... Hallo, das ist scheiße, Jungs. Oh. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit im Faul... Oh Mann, ey. Ich muss hier irgendwie... Was immer Rautleck dir schuldet. Alles in diesem Haus gehört mir. Willst du was zurück? Geh zum Wiegelblut-Anwesen. Da verwettet Rautleck seine letzten Kronen bei den Rennen, schätze ich. Und jetzt verschwinde zum Teufel. Scheiße. Ich konnte nie mal mein Schwert ziehen. Es ist doch grauenhaft. Naja, ich habe auch schon besser gekämpft. Es ist sowas von zum Kosen. Warte mal. Ich glaube, ich mache die Schnellreise. Ja, ich mache die Schnellreise. Ja, ja, da bin ich unterwegs. So. Hey! Also jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass es nur mit Faustkampf geht, dann hätte ich mich ein bisschen mehr darauf konzentriert. So ist es natürlich verdammt scheiße ausgegangen. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja,
Sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Mhm. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich De Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Naja. Ach, Sinn, hä? Mann. Na, tolle Wurst. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein kurzes Päuschen machen und dann die Folge dann morgen bringen. Aber daraus wird leider nichts. Deswegen müssen wir jetzt das Rennen dann noch schnell abschließen und die Folge danach beenden. So, mal sehen, dass ich, ob ich besser reiten kann als, ja, ich kann besser reiten als Faustkämpfer. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Schön, wie du überlastet. Na gut. Das sollte für heute, für die Folge reichen. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.